Morgen wird in den heimischen Metzgereien wohl heftig diskutiert werden. Gelinde gesagt, empört sind auch die Politiker. ÖVP-Tierschutzsprecher Bernhard Feuerstein, selbst Landwirt, fordert rasche Konsequenzen. Metzgereien, die die Herkunft ihrer Produkte bewusst verschleiern, sind rigoros zu bestrafen. FPÖ-Konsumentensprecherin Nicole Hosp sagt: Der Herkunftsschwindel ist eine Schweinerei. Wo Ländle draufsteht, muss auch Ländle drin sein. Daniel Zadra von den Grünen spricht wörtlich von einer List gegenüber den Konsumenten und weiter: Hier wird das Leid von Tieren unnötig verlängert und in Kauf genommen. Das ist aufzuklären und abzustellen. SPÖ-Chefin Gabi Sprickler-Falschlunger erinnert an den letzten Schweineskandal vor 5 Jahren. Seifenblasen wie Tierschutzland Nummer 1 und Ländle-Produkte Ilurgtruf sind damit endgültig geplatzt. Und Martina Pointner von den NEOS ist sich sicher, dass die politisch Verantwortlichen Bescheid wussten. Das ist Verrat am Konsumenten, Verrat an den ehrlichen Bauern und Metzgern, Verrat an den Tieren.